Heute bin ich in Berlin-Kreuzberg unterwegs, und zwar an der Spree. Ich besuche heute Martin Eirer in den Riverside Studios. Los geht's! Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musotalk Hausbesuch. Heute bin ich im Riverside Studio oder den Riverside Studios bei Martin. Hallo Martin. Hallo Neil Eric. Was ja eine geniale Location. Absolut. Mit Blick auf die Spree. Ja, wir haben auch viel für getan und hart dafür gearbeitet, diesen Ausblick zu haben. Ja, ne? Boah, super. Und erzähl doch mal, was ihr hier an den Start gebracht habt. Das ist ja quasi nicht nur ein Studio, sondern ein ganzer Studiokomplex, wo man sich einmieten kann, wo Künstler aus der ganzen Welt vorbeikommen, um hier zu produzieren. Entweder nur mal kurz oder eben auch als Resident. Wie lange geht deine Sendung? Weil da kann ich ganz weit ausholen. Oh. Ich fasse mich mal einigermaßen. Wir haben, oder ich gesagt besser, habe 2012 ein Studio gesucht. Bin dann nicht so schnell fündig geworden. Das ist nicht mehr so einfach hier in Berlin, wenn man auch im Zentrum oder irgendwo dementsprechend in der Neighborhood sein will. Und habe ein halbes Jahr gesucht und wollte eigentlich schon die ganze Zeit hier in diesen Kiez. Hier sind einfach alle oder fast alle Unternehmen bis Studios, Managements. Habe dann einen Anruf gekriegt vom Roland von Get Physical, der gesagt hat, du, wir haben da Kellerräume. Und ich so, nee, Keller, lass mal. Also nach 10 Jahren Kellerstudio brauche ich jetzt mal Tageslicht. Und sagt doch, guck's dir mal an. Ich bin reingelaufen und sehe natürlich diese Aussicht. Genau. Gerade vorhin noch sogar noch genau. Allerdings Schiff vorbei. Hinter mir war ein leerer Raum. Also wir haben dann später alles hier reingebaut. Wir, das sind dann der Tassilo Ittenberger von Panpot und der Jade Swade, der in Beirut die Grand Factory macht. So der bekannteste Club im Mittleren Osten. Und wir haben dann gesagt, wir bauen 3 Studios. Haben dann ganz ambitioniert mal angefangen, Materialien gekauft. Bisschen handwerklich können wir alle, haben noch 1-2 Kumpels. Und das ging dann ratzfatz, dass uns ja wirklich die ganze Stadt angerufen hat. Woher die das alle wussten, weiß ich bis heute nicht. Habt ihr Studios, ihr baut doch Studios. Und das wurde immer abstruser. Irgendwann hat mich das Management von Tom York sogar angerufen. Ja, ihr baut Studios, der braucht ein Studio. Radiohead zieht nach Berlin. Und da haben wir dann immer mehr Räume genommen und haben das Ganze expandiert. Dann ging uns auch klassisch natürlich erstmal die Kohle aus. Haben dann aber mit vielen Unwägbarkeiten doch irgendwann eben mit 3 Jahre Bauzeit dann diesen Komplex geschaffen und haben dann aber in diesem Prozess auch gelernt, dass wir aufgrund der hohen Nachfrage in der Lage sind, ein bisschen auszusuchen, wen wollen wir eigentlich da haben und wer macht auch Sinn. Und das war auch der Unterschied zu einer normalen Raumvermietung, dass wir einfach so ein Netzwerk zusammengebaut haben. Deswegen sage ich auch immer, wir sind eigentlich kein Studiokomplex, wir sind ein Netzwerk. Und wir haben dann, das ging sogar so weit, dass ich Leute angerufen habe, die gar nicht in Berlin gewohnt haben, gesagt, du hör zu, ich habe hier ein Projekt, ich denke, du solltest nach Berlin ziehen. Ja, habe ich nicht vor. Sag ich, doch, glauben wir, bauen hier echt was Tolles auf, weil wir haben noch keinen, der Filmscore schreibt. Und so haben wir dann eben eine Mischung aus verschiedenen Leuten. Insgesamt sind sie mittlerweile 40. Wir haben dann nochmal irgendwann erweitert und haben jetzt insgesamt 25 Studios. Projektstudio, es gibt auch ein paar große, alle sind miteinander verbunden, digital, aber auch analog. Manche haben wir eben jetzt dieses Netzwerk gebaut. Da gibt es Leute von Victor van Vogt, der Grammys gewonnen hat. Was, Martin? Wir gucken uns das mal an. Das ist eine gute Idee. Genau, da können wir noch ein bisschen mehr erzählen. Genau. So, das hier, was ihr jetzt hier seht, war mal am Anfang unser Office. Mittlerweile ist es unser Konferenzraum. Mit der schönen Aussicht ist natürlich toll und jeder, der ein Meeting mit uns hat, freut sich, dass er hier mal die schöne Aussicht genießen kann. Ja, also ich zeige euch mal so ein bisschen hier rum jetzt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben 40 Mieter und das sind alles feste Mieter. Also wir haben jetzt nicht so ein Tagesgeschäft, ich brauche mal einen Raum für ein paar Stunden. Ach, das kann ich nicht bei euch mieten. Das kannst du eher nicht mieten. Ich sag mal eher, es gibt immer Ausnahmen. Du könntest es vielleicht mieten und aus dem Netzwerk. Ich zeige mal so ein typisches Projektstudio. Wir können ja mal kurz reingehen. Mhm. Das ist der Raum von Lindahl, der so eine Mischung aus Elektronik und Pop macht. Hat ein ganz tolles Projekt. Orion heißt es, ist gerade sehr am Anlaufen. Tolle Geschichte. Und eben so ein typisches Riverside-Projektstudio. Wichtig ist vielleicht noch, der Raum ist jetzt nicht so riesig, aber man darf nicht vergessen, man hat ja hier immer auch die Allgemeinflächen und so ist es eben immer als Gesamtlocation zu sehen, auch für die Mieter. Habt ihr das auch mit den Schallmaßnahmen gemacht oder hat das der Mieter gemacht? Also die Grundkonstruktion ist ja Raum in Raum und die Wände sind auch schon so berechnet, deswegen ist die Form hier so ein bisschen trapezmäßig. Ja, ich sehe es schon. Und die Innenakustik muss dann aber jeder Mieter selbst machen. Also du kriegst hier einen leeren Raum mit Eichenparkett.
Erdboden und mit der ganzen Infrastruktur, die derjenige möchte. Mhm. Wir haben das auch dann die Elektrik immer so legen lassen, dass es für jeden passt. Und alles andere bringt dann der Mieter. Eine Sache noch zu dem kleinen Raum. Wenn du recorden willst, kannst du bei uns hinten, da gehen wir nachher gleich rein, haben wir einen großen Recording-Raum. Das ist alles über RedNet kannst du hier bei uns recorden. Cool. Haben wir ein großes System. Mhm. Und ein paar Räume sind auch analog, liegen Leitungen. Mhm. Also man kann dann die 5-mal oder 10-mal im Jahr oder auch jeden Tag kann man dann doch auch eben recorden. Genau, und wenn man Vocals oder Sprache aufnehmen will, kann man das ja hier wunderbar in der Regie machen. Sieht man ja hier mit dem SE-Screen, Mic-Screen. Sollte das hier in dem Raum kein Problem sein. Und dem brauner Mikro drunter. Genau, sollte das auch in diesem Raum kein Problem darstellen, oder Martin? Nee. Genau, also das ist ein typisches Riverside-Projektstudio. Sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Das ist ein sehr wichtiger Raum, weil das eben diesen Ausgleich auch schafft. Unser Common Space hier jetzt gerade ist wenig los, ist hier total unterschiedlich. Es gibt Phasen, da ist hier richtig viel Leute da, dann sind mal wieder alle auf Tour. Jetzt im Sommer sind gerade viele auf Tour. Dann gibt es Leute, die hier nachts arbeiten. Also ich komme manchmal ganz früh morgens um 5 sogar. Da gehen dann gerade die letzten raus aus dem Studio. Ist ganz unterschiedlich. So, dann gehen wir mal hier in das Studio meines Partners, der Tassilo, der als Penpot auch ganz erfolgreich weltweit unterwegs ist, als eine Hälfte von Penpot. Das ist sein Studio. Wir haben uns natürlich als diejenigen, die hier gebaut haben und alles umgesetzt, natürlich auch den Wasserblick genommen. Das ist dann so ein bisschen die Belohnung für die ganzen Schufterei und Mühen. Also es war schon, eine Zeit lang war es so, aus dem Flieger, aus China von der Tour, hier Blaumann an mithelfen, Boden legen, damit wir noch ein bisschen Geld sparen. Also die Phasen hatten wir auch. Mittlerweile sind es natürlich toll eingerichtete Studios, auch mit Klima und so weiter, weil wir haben eben auch, da wir beide auf Tour sind, wird das Studio auch vermietet. Das war nämlich das, die Einschränkung vorhin. Man kann die Studios mieten mit Engineer für Produktion, das läuft ja natürlich auch. Und wir haben hier drüben, wenn man durch die Scheibe guckt, da gehen wir gleich hin, ist mein Studio und ich habe einen Aufnahmeraum, der ist aber auch hier connected, sodass man hier natürlich auch jederzeit recorden kann. Und wir haben auch schon Szenarien gehabt für Band-Recordings, wo wir hinten die Band spielen hatten. Dann haben wir hier die Drums vielleicht aufgenommen und da irgendwie noch Amps drüben. Also das kann man ja alles machen. Also ich sehe so hier, das ist sogar im Flight Case. Also das wird mitgenommen und dann wieder hier aufgebaut. Genau, also das passiert nicht zu oft, aber wenn die Jungs mal doch was live machen, kann man es natürlich immer relativ schnell mitnehmen. Das ganze Roland-Aira-System hier. Ja, also sind fast vollständig. Ne? Wir sind da wirklich Fans von, muss ich sagen, auch ich. Vom Design können wir jetzt drüber streiten, aber vom Sound sind sie gut. Ja, dann gehen wir mal rüber zu mir. Hier sehen wir schon die Netzteile vom Pult, war auch so ein Thema. Man baut so ein riesen Studio, alles rein und denkst so, shit, ich habe vergessen, wo die Netzteile hin müssen. Scheiße. Haben wir natürlich zwischen die Räume irgendwo noch hingekriegt und so weiter, also mit genauer Belüftung. Sehr gut. Und 480L natürlich auch schon. Habe ich auch noch nicht gesehen, so in dieser Konfiguration, das ist geil. Hier ist mein kleiner Recording-Raum, ja, klar, wie man sieht, Rhodes, Drumsets, alles da, wird auch sehr viel genutzt. Ja, also das Schöne ist natürlich auch durch dieses Netzwerk hat halt jeder immer auch irgendwas da. Wenn du, ich brauche mal noch eine Strat in dem Modell oder da ein Amp und das ist natürlich auch immer cool, dass man eben durch das ganze Equipment, was wir hier insgesamt im Komplex haben, hast du eigentlich immer alles da, auch Mikrofone und so. Da kann man sich mal einen Brauner leihen, vom Kollegen oder so. Das wenn ist cool. Wenn du mal zwei Brauner brauchst oder so. Genau, ich brauche 3 TR8, dann kann ich auch mich hier mal bei euch bedienen. Boah, super, und du hast auch ein fettes das Pult hier am Start. Ne? Genau. Das ist ja mittlerweile sozusagen fast das Herz. Ich sage fast, kann ich gleich noch was zu erzählen. Ich habe ein Hybrid-Setup. Hier gibt es verschiedene Use Cases. Der eine ist mal ganz klassisch, wir mischen komplett analog. Das ist klar. Hier ist die Konsole, eine Amec-Konsole. Das ist eine M3000. Davon gibt es insgesamt weltweit 8 Stück. Das sind sozusagen Einzelanfertigungen gewesen. Die hier kommt von 79 gebaut aus den Mayfair Studios in London, wo sie 3 Jahre die A-Konsole in der Regie war. Da wurden Hits von Tina Turner, What's Love Got To Do With It über Ultravox und Rufus und Chaka Khan mit aufgenommen. Ich habe die Unterlagen nämlich dazu noch. Ich habe auch so Notes von Ingenieurs, wirklich cool. Was würde ich so notieren? Heute haben wir das und das noch gemacht. Dann hat es der Drummer von Pink Floyd gekauft. Der hat es 4 Jahre gehabt.
Und dann hat 86 ein Freund von mir aus Reutlingen, der James Herter, der von Fool's Garden über irgendwelche Neue Deutsche Welle Hits auch ganz viele Erfolge hatte, das Pult gekauft. Und der hat es dann irgendwann mal so ein bisschen nicht mehr geserviced oder nicht nur ein bisschen, dann war es in einem ganz schlechten Zustand. Okay, dann, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mich entschieden, ich möchte nicht nur meinen Summierer, meinen Neumann-Summierer, den wir da unten haben, der auch sehr wichtig und sehr druckvoll und toll ist, sondern ich möchte ein richtiges Pult haben. Genau. Ne? Also ihr summiert nicht nur darüber, sondern ihr nutzt tatsächlich auch die EQs, genau, und die Effekte. Ein Freund von mir, der ist Ingenieur, der hat in mühevoller Kleinarbeit 5 Jahre dieses Pult komplett neu aufgebaut. Also ach du Schande. Alles, es ist jetzt, da kratzt auch kein Kanal, das Ding ist komplett gemacht, 3000 Teile ersetzt, ein paar Sachen sogar reverse-engineert. Das hat in jedem Kanal die schwarzen DBX 202 VCAs, das heißt, die machen richtig Sound. Das sind ja auch wie kleine Kompressoren, wenn man die Kanäle fährt, und dementsprechend ist das natürlich schon ein Schatz. Und wenn du dann analoge Mischung machst, ist es halt schon irre, auch die EQs. Also du bist halt quasi dazu übergegangen, immer mehr analog zu machen, oder? Jein, klar, liegt auf der Hand, wenn du viel analoges Gear hast, machst du auch Spaß damit. Ja, ja, genau. Ich bin jetzt kein so ein Hardcore-Analog versus Digital-Mensch eigentlich. Du nutzt beides. Ich nutze beides. Und wie du schon gesagt hast, Hybrid, ne? Genau, und für mich ist auch immer wichtig, es muss Spaß machen. Ich persönlich, ich kenne viele Leute, die machen super, super Musik im Laptop. Das geht für mich nicht, ich brauche für mich so eine Studio-Umgebung. Allein das ist schon... Studioluft. Genau, selbst wenn ich jetzt arbeiten würde, inspiriert mich das, und ich fühle mich auch wie ein Produzent. Das ist jeder anders. Okay. Ja. Das ist aber auch ein wichtiger Faktor, wenn Sänger reinkommen. Also wir hatten hier von Cool Savage über Bosshaus, über Glasperlenspiel, Jean-Michel Jarre, die kommen ja mittlerweile alle. Auch die wollen natürlich nicht, dass da ein Laptop in der Ecke steht, sondern es muss ein bisschen nach Studio aussehen. Genau. Und ich arbeite auch viel für andere als Co-Producer oder als Producer, besser gesagt, und habe dann ein Setup, brauche ich dann ein Setup, was Total Recall hat. Mhm. Das hat bei dem Pult, haben sie ja nur die Fader. Das heißt, in dem Fall würde ich darüber entweder nur summieren, was umgebaut ist. Das heißt, ich kann per Remote auf Nullstellung fahren und kann wieder zurück zum Mix, falls der Khalil Shahin, der hier auch ab und zu mischt für mich oder für Sache, für Kunden, kann auf seinen Mix wieder zurückfahren. Das ist also ganz cool, dass ich da beides nutzen kann und kann dann über mein Interface, was eine MADI FX ist von RME und 200 In-Outs hat, quasi alles, was extern ist, über wie ein Plugin im System benutzen. Okay. Und habe dann eben auch die Möglichkeit, wenn ich wechselnde Kunden habe, morgen da nachmittags nochmal schnell einen Mix runterziehen, dann kann ich das einfach nochmal recallen und habe dann auch noch die Möglichkeit über meinen Neumann-Summierer, von dem ich auch großer Fan bin, die 16 Kanäle, einfach schnell nochmal die Setups wechseln. Und genau, so das heißt also im Prinzip, du nutzt das Pult dann, dass der Sound dann nochmal durchgeht, aber auch die Levels und die Einstellungen, die kommen die dann aus immer dem, auf Null, ganz sind genau auf Null. Das Pult steht quasi immer neutral. Genau. Und die ganzen Veränderungen, auch die Levels machst du, indem du ihn anders beschickst, das Pult. Und da hatte ich auch am Anfang einen Denkfehler, deswegen, du baust so ein Studio und dann musste ich nochmal komplett alles neu verkabeln. Ich dachte mir, die kleine Wandlung macht nichts aus vom Sound. Wenn ich quasi einmal durch den Rechner gehe und mische hier zwar analog, habe aber eine Wandlung dazwischen, habe aber vergessen, dass wir Phasenlaufzeiten hatten. Und der zweite, und das zweite Argument war, warum es auch schlecht ist, du kannst nicht heiß fahren. Also alles nochmal entkabelt, mal eben so alles auf Patchbase, also alles, was hier drin ist, ist eben auf Patchbase, sodass ich es eben digital über die Interfaces reinfahren kann oder analog aufs Pult legen kann. Und das war mal so eine Aktion wieder, wir machen mal 2 Tage verkabeln, waren dann 2 Wochen. Okay, das heißt also, damit du eben auch Teile deines Mixes aus dem Rechner fahren kannst, aber die Analoggeräte eben nicht auch noch erst in den Rechner wieder rein, dann erst ins Pult, sondern dass sie tatsächlich parallel auch ins Pult gehen. Und so kannst du eben in alle Richtungen alles connecten, wie du möchtest, voll analog, digital. Also das ist jetzt schon ein Traum-Setup, aber es war eben auch ein Riesen-Action und erstmal auch eine Planung. Interessant, sehr interessant. Ich stehe, um das noch zu erwähnen, man sieht hier natürlich relativ viele Reverbs. Ich stehe total auf Vintage-Reverbs, Klassiker. Das sehe ich, Mann. Draußen war der 480L, habt ihr gesehen. Das Dynacord hast du da. Dynacord, genau. Dann den Lexicon 200, das ist ja mein Geheimtipp übrigens für jeden, der jetzt nicht mehr, jetzt haben tausende von User-Talk-Zuschauern. Also der macht einen, ist übrigens der einzige Lüfter, den ich hier drin habe, weil da gibt es kein Remote für. Und den mache ich dann an, wenn ich ihn brauche.
Und das ist so wirklich mein Geheimtipp. Der klingt einfach wie ein, er klingt schön analog wie ein 480L bisschen und kostet, kriegst du, glaube ich, weiß die aktuellen Preise, kriegst du für vielleicht 800 bis 1000 Euro. Wäre noch heutzutage auf so ein externes Ding. Steht, ja. Und die externen Reverbs habe ich eigentlich immer in meiner Produktion. Das ist ja irgendwie total absurd. Ne? Man denkt sich ja, heutzutage sind die in so einem Rechner, in so einem, das ist ja eigentlich auch nur ein richtig. Computer. Ist auch digital. Ja, genau. Ist auch nur ein Wandler und eine CPU und dann wird das berechnet und wird es wieder ausgegeben. Da denke ich mir, das ist doch, doch Quatsch. Martin, würde ich sagen. Mann, heute macht einfach Farbe. Und mein iPhone 1000-mal schneller als der Chip, der da drin ist. Das ist komisch, ne? Ja, das stimmt schon. Der Tobi Neumann hinten in seinem Studio, der hat eine Halblatte. Das ist auch toll. Da reden wir natürlich über analog. Oh, und der Traum von ein paar von uns hier wäre mal so EMT? Eine Halle zu haben. Ja, das ist eine EMT-Platte. 150er? Das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Aber es ist ein Riesenteil und Wahnsinn. Klingt halt irre toll. Ja, wobei die Plugins werden auch wirklich immer besser. Immer aber besser, ja. Wie gesagt, ich mag es, das Zeug da zu haben. Und auch, sagen wir mal, die Kompressoren, gerade wenn du mikrofonierst, da ist es natürlich schon sowieso immer eine gute Sache, alles analog zu haben und auch mal vielleicht einen Kanal heiß zu fahren. Jetzt müssen wir noch mal kurz über deinen Computer und deine Software reden, weil das ist immer für meine Zuschauer total spannend. Mhm. Ist das jetzt ein Cubase-Mann, ist das ein Studio One-Mann oder alles? Pro Tools, was nutzt du denn? Da gibt es ja, da habe ich schon Leute kämpfen sehen. Natürlich, da kann man sich schlagen. Genau. So wolltest du was sagen, natürlich aber Quatsch so ist. Aber. Genau, also ich komme ursprünglich von Cubase, viele Jahre, nutze Cubase nach wie vor zum Mischen und zum Mastern. Ich mache viel Mastering, eigentlich länger als ich produziere. Mastern mache ich seit 25 Jahren. Mache ich auch für viele elektronische Labels. Mhm. Und zum Mixen, mein Gefühl ist, dass Cubase da besser klingt als andere Sequencer. Und zum Produzieren benutze ich hauptsächlich Ableton Live. Mittlerweile auch seit 5 Jahren. Es ist für mich der kreativere Ansatz, in vielen Dingen schneller und einfach intuitiver. Und bin aber jetzt zurzeit, habe ich angefangen, mich mit Bitwig zu befassen und finde das auch sehr spannend, muss ich sagen. Weil das ist so ein bisschen die Mischung aus einem klassischen Sequencer und diesem Clip-Ansatz. Und du hast beides. Also es ist auch so ein, finde ich auch spannend, sich damit zu befassen. Seit dem letzten Update kann man die jetzt auch benutzen. Davor fand ich, hat zu viel Funktionen gefehlt. Genau. Ich habe auch Pro Tools noch mit drauf. Für Kunden, die hier kommen, mischen, musst du halt haben im Studio. Da ist Pro Tools natürlich wichtig. Ich persönlich bin aber nicht so ein Fan von, auch durch die Limitierung, die ich durch die fehlende Hardware mit den In-Outs habe. Das ist ein Problem. Und eigentlich funktioniert es richtig gut nur mit den DSPs. Genau. Weil die native Version da auch von den Laufzeiten, von den Latenzen her doch immer noch... sagen wir mal, langsamer ist oder höhere Buffer braucht. Mhm. Und ich habe, glaube ich, den Verdacht, vielleicht kannst du das sogar bestätigen, ich glaube, Cubase und Nuendo klingt deswegen beim Mixen so gut, weil die Latenzkompensation auch in den Bussen und in den ganzen, im ganzen System viel, viel besser funktioniert. Ich habe das mal durchgemessen und durchgetestet. Ah, hast du, okay, naja, spannend, selbst mit UAD-Plugins hast du da überhaupt gar kein Problem. Mhm. Während zum Beispiel bei Logic in den älteren Versionen dann auch manchmal einfach Probleme auftreten, weil die Latenz nicht richtig korrigiert wird. Und dann hast du Phasen, Laufzeitprobleme und ich glaube, das wirkt sich auf den Sound auch schon aus. Ja, das glaube ich auch, weil diese ganzen Laufzeiten, das ist ja überhaupt so ein wichtiges Thema. Das sind ja immer die Themen, die werden erst alle viel später klar, wie viel Unterschied es auch macht. Ja. Also, ja, ansonsten softwareseitig habe ich viel Native Instruments Produkte. Ich bin ein großer Fan von den UHES Synths. Die finde ich phänomenal, ehrlich gesagt. Die Roland Boutique Sachen bin ich Fan von und UAD habe ich quasi alles. Das ist auch so, da bin ich echt... Cool. Ganz großer Fan von. Das sind so meine persönlichen Favorites. Was auch noch vielleicht zu erwähnen ist, ist die Multiclock. Das ist eine ganz kleine Firma. Die sind doch Berliner, oder? Die sind Berliner, die bauen das in Handarbeit. Und der Witz da dran ist, da sind wir wieder bei den Laufzeiten. Wenn wir Step-Sequenzer haben, die am System hängen, dann laufen die ja über eine Clock-Steuerung. Genau. Und das Problem ist, dass die Kompensation von allen Sequenzern in der Clock-Steuerung eben nicht tight ist, nicht 100%. Heißt, du machst ein Timing stimmt vielleicht, hast du vielleicht deinen Kanal noch eingestellt, okay, jetzt läuft es toll, machst hier ein Plugin auf, der Rechner ändert die Latenz, dann stimmen schon wieder die Micro-Timings nicht. Und jetzt war die Idee von den Jungs, und es funktioniert eben auch extrem gut, die Steuerung über ein Audiosignal zu machen. Also du nimmst einen Ausgang, die haben ein Plugin, das sendet ein Audiosignal an dieses Gerät und synkt sich
sample genau, immer mit, weil da ist die Kompensation bei den Rechnern und bei den DAWs. Müssen sie ja, weil sie müssen auf ihre Sample-Frequenz kommen, können sich dann nicht erlauben, ganz genau, was Falsches zu berechnen. Und da ist dann eben auch hier wieder das Schöne, du kannst dann von Hand die Timings noch shiften. Das ist dann richtig cool. Also du hast jetzt 4 Kanäle Ausgang, kannst umschalten auf DIN-Sync für die alten Kisten, kannst sogar CV-Gate ausgeben, also richtig cool, und kannst dann eben die Timings auch noch shiften und kannst auch einen Shuffle reindrehen, was auch geil, ja. Weil das ist, wird ja unterschätzt, gerade wenn man heutzutage, mittlerweile sind ja Hardware-Synthesizer, Drum-Machines, alles wieder total angesagt, aber irgendwie muss das ja alles synchronisiert werden. Klar. Und leider sind meine Erfahrungen mit MIDI-Interfaces am Computer sehr bescheiden, also da ist MIDI-Clock unzuverlässig, selbst manchmal sogar das MIDI-Einspielen ist manchmal nicht mal so richtig gut, weil es immer diese Problematik gibt, diese MIDI clockt synchron zum Audio zu haben. Genau. Und das ist natürlich eine super Lösung, weil die haben sich quasi total darauf spezialisiert, richtig, diese Clock zu generieren. Macht ja nichts anderes. Mittlerweile ist der Step-Sequencer wieder also total in. Ja. Und jeder zweite neue große Synth hat entweder einen internen Step-Sequencer oder du nutzt hier irgendwie noch von Arturia, den ich übrigens wieder verkauft habe, oder von den Korg. Großer Fan bin hier, das kleine Ding. Und deswegen hast du da eben, bringt ja nichts, wenn dir alles ständig auseinanderläuft. Nee, da macht es arbeiten keinen Spaß, weil ich mittlerweile im Workflow wieder eher so auf Jam-Sessions auch gehe. Also auch mal wirklich einfach Sequenzen aufnehmen und danach also im elektronischen Bereich vor allem. Gut, ja. Super. Na, dann schauen wir mal weiter, ne? Genau. Also eine Sache kann man vielleicht noch erwähnen. Wir können hier nicht nur kleine musikalische Kombos aufnehmen, sondern hinten, da gehen wir nachher hin, haben wir einen großen Raum. Und wir haben hier 46 Analogleitungen nach hinten liegen. Das heißt, mit dem Pult und den gesamten Preamps kannst du auch hinten dann eben 46 Mikrofone stellen. Und so können wir hier auch das große Setup bedienen. Sehr gut. Die RBB Big Band. Ja, genau. Kann hier spielen. So, dann gucken wir mal, wer noch da ist. Das ist ja immer so eine Sache bei uns. Ne? Ich würde mal sagen, wir laufen mal hier links und gucken. Ich habe Licht gesehen bei Stefan Hinz. Okay. Denn ich glaube, der sitzt da im Studio. Bei Linda ist mittlerweile der Rollo unten. Da ist er. So, wir gucken mal. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Wir wollen mal kurz Hallo sagen, ganz schnell. Ja, ist der Stefan Hinz, der nicht nur als Techno- und elektronischer Artist Musik macht, sondern auch Film-Scores schreibt. Und das kann man, deswegen finde ich auch das spannend, dass, wie die unterschiedlichen Setups hier sind. Ja, dann laufen wir mal weiter. Hier im Riverside kann man sich fast schon verirren. Ja, ja, ja. Vorhin hat schon jemand gesagt, das wäre hier wie ein Labyrinth. So ein bisschen stimmt's auch. Ja. Der obligatorische Kicker, ne? Klar, ja. Brauchen wir nicht viel drüber sagen. 2018, ne? Russland, genau, nachgespielt hier, oder? Auf jeden Fall. Ne? Also Fußball ist ja hier schon ein Thema, haben wir jetzt schon mehrfach. Vorsicht hier Kopf, das war was wir nicht ändern konnten. Hier ist unser DJ-Zimmer. Mhm. Da kann jeder, der hier drin DJ ist, sind ja einige, eben auch seine Sets machen, weil wir gedacht haben, muss jetzt nicht jeder bei sich im Studio sein Setup aufbauen. Das ist eigentlich ganz spannend und wir haben eine Kooperation mit Pioneer, die weltweit irgendwelche großen Artists, wenn die gerade in Berlin sind, und davon gibt es ja hier wirklich viele, denen immer das Neueste zeigen an Updates von der Software, und das ist auch so ein bisschen was, wo wir sagen, Riverside soll auch ein Treffpunkt sein, wo man sich trifft, also es gibt ab und zu auch mal Anfragen. Genau. Ich bin in Berlin, kann ich schnell meinen Podcast aufnehmen, klar, sehr geil, bei uns machen. Ja. Super, boah, hier langer Gang, du. Ja, dann geht's hier weiter mit kleinen Projektstudios. Mhm. Da war auch die Aufgabe mal zu lösen, wie kann man Räume gestalten ohne Tageslicht, sodass man sich trotzdem wohlfühlt. Mhm. Das haben wir durch die Fenster geschafft, weil du drin nicht das Gefühl hast, du bist jetzt komplett weg und hast eben die kleineren Projektstudios, stimmt, auch von Leuten, die viel weg sind. Hier ist das Zimmer, Studio von Mogwai, davor war der Oliver Dollar. Dann haben wir hier Lyrebird, da kann man glaube ich auch mal ganz kurz reinschwecken. Ja. Die haben es ganz toll eingerichtet. Das ist auch mal so ein Beispiel, was kann man mit kleinen Räumen eigentlich alles anfangen. Na, könnt ihr mal einmal reinschwenken kurz. Die machen Game Sound Implementation, auch ganz spannend. Vorher wusste ich gar nicht, was das genau ist. So, dann geht's The Lab. Hier weiter in unser Lab. Mhm. Da haben wir, kann man gleich mal hier nochmal sagen, eine Art Regie abgetrennt, damit man für Recordings, die hier dann natürlich auch passieren, auch die Drums nochmal extra stellen kann oder Amps. So haben wir alles ein bisschen so hergestellt, dass man wirklich, wir fahren mittlerweile auch wirklich Albumproduktionen, und gibt es ein paar Leute, wie der Victor van Vugt, der hinten ist, der hat Grammys und
Brit Awards und hat von Nick Cave, PJ Harvey ganz viel, der macht Recording für Bands und der nutzt es hier sehr regelmäßig und sehr viel, weil er eben ein Multifunktionsraum ist. Mhm. Wir haben, am Anfang war es ein Lager, war cool, nehmen wir einfach mal mit, bis wir dann gemerkt haben, ja Mensch, wir brauchen ja einen Recordingraum für große, größere Geschichten, mhm, und haben dann festgestellt, dass der unfassbar gut klingt. Also man könnte es jetzt nicht vermuten, aber es ist tatsächlich so. Hallo und herzlich willkommen. Der hat einen Drum Sound, also wo selbst der Victor, der in New York und überall lang gearbeitet, sagt, das ist one of the best sounding drum rooms he ever saw. Hier machen wir aber auch ganz andere Dinge. Wir machen Events hier, wir haben Press Releases, wir haben Native Instruments hat und hier Workshops, jetzt wieder was Größeres. Ne? Wir haben eine Kooperation mit der New York University, die bringen ihre Studenten und ihre Tutoren hierher und machen mit uns Dinge gemeinsam. Also hier kann man ganz viel machen. Cool. Geht es hier nochmal weiter? Also hört noch nicht weiter. Auf. Also hört ja, nicht auf. Mann, ne? Mann. So, da würde es oder geht es dann hier um die Ecke, jetzt nochmal Küche, Klos, da geht es in den nächsten Hof, da haben wir nochmal 600 Quadratmeter, da sind dann unsere Büros, da ist das Artist Relations Center von Roland Music, Germany, Warner Chapel ist da und noch ein paar andere kleine Firmen, die eben auch in unserem Netzwerk gut passen, ja, mit dem, cool, was wir so tun. Und der Ausgang ist ganz gut, weil wir eben auch bei Events das abtrennen können, nicht jeder möchte ständig hier, dass hier die Leute rumstiefeln, das ist ja auch genau ein wichtiger Punkt. Ja, dann gehen wir nochmal hier in dieses Trio, Studio-Trio rein. Mhm. Das sind die Jungs von Feeling Valencia, Schrägstrich, die haben auch eine Band, die nennt sich Abby, ist auch schon sehr erfolgreich. Sehr schön. Produzieren von Techno bis Hip-Hop, alles Mögliche. Prince P, auch ganz tolle Musiker. Also, das ist auch nochmal so ein Beispiel, dass im Riverside eben eine ganz große Vielfalt ist an Musikern. Und es ist auch immer toll, wenn du eine Produktion hast und sagst, ich brauche mal kurz ein eingespieltes Rhodes. Lore, kannst du mir mal kurz was einspielen? Ja, das ist super geil. Das ist auch so, wenn Bands bei uns recorden und hier arbeiten, das merken die auch dann relativ schnell und sagen, wow, das hast du ja sonst woanders, okay, nicht. Nein, also, wenn du dir ein Studio buchst, sind ja nicht irgendwie 40 Künstler um dich rum, wo du mal zu Tobi Neumann gehen kannst und sagen kannst, kannst du mal mit deinem Modular System irgendwas Abgefahrenes machen. Ja, ja, sehr, sehr geil. Und ihr seid das inoffizielle Lexikon 480L Museum. Ach ja. Ich habe jetzt schon das dritte Gerät, glaube ich, gesehen, stimmt, oder? Stimmt. Wahnsinn, aber, Wahnsinn. Die Klassikkarten nicht, die habe ich. Können wir hier den 480L Stammtisch mal an den Start bringen. Ja, super, sehr, sehr gut. Ja, klasse. Ja. Ja, wir könnten jetzt noch ewig weiterlaufen, aber... Aha, und hier ist noch so eine kleine Ecke, ne? Genau, das haben sich so als so Edit Room. Guck mal, da sind sie schon aktiv. Genau, da ist gerade eine Songwriting Session. Ja, und so ist es eben bei uns. Klasse. Gut, das war's dann fast, ne? Ja. Jetzt sind wir wieder fast am Anfang. Weißt du, was ich gerne machen würde? Ich würde gerne hier regelmäßig mal bei euch vorbeischauen, denn ihr habt wirklich nicht nur interessante Künstler, ihr habt Produzenten hier, die wirklich sehr erfolgreich sind, die auch immer mit dem neuesten Gear unterwegs sind, und ich würde mal sagen, wir kommen öfter mal vorbei und fangen hier ein paar interessante Themen an. Oder, Martin? Hier gibt es viel Deal, zu berichten, oder? Auf jeden Fall. Deal. Machen wir. Cool. Danke.